So, Freunde, willkommen zurück zu Pokémon, die indigo-blaue Scheibe. Es wird Zeit, dass wir abreisen nach Paldea. Fabelhaft, dann können wir endlich aufbrechen. Hanna! Jo, wie geht's euch? Fühlt ihr euch auch bereit? Also, mir geht's gut, aber... Mir geht's auch gut. Ich hab mich beruhigt. Oh, das freut mich. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe, deshalb geht's mir gut. Ich werde das legendäre Pokémon in Zone 0 finden. Ich muss es finden. Das ist die richtige Einstellung, Jo. Lady, merken Sie nicht, dass es dem Jungen nicht gut geht. Schick den nicht in irgendein Erdloch. Schick den zur Therapie. Ich weiß, es dauert eine Weile, einen Therapieplatz zu kriegen, aber trotzdem. Wir sind endlich da. Ja, wir sind wirklich da. Zone 0. Oh, wie lange habe ich von diesem Moment geträumt? Sie wirkt auch psychisch instabil. Warum sind die alle wahnsinnig? Wow, das ist der Wahnsinn. Oh, abgefahren. Du warst schon mal hier, oder, Wolf? Ja, mit Freunden. Mit Freunden. Ah, hast du mich erschreckt. Also echt, wie heißt nochmal? Dingstadon? Du bist echt viel zu riesig, um einfach so rauszuspringen. Du warst damals auch dabei, mit dabei, was? Das ist doch das Pokémon, das angeblich in Zone 0 entdeckt wurde. An ihm bin ich auch sehr interessiert, aber vorerst will ich mich auf die Erkundung von Zone 0 konzentrieren. Unser Ziel ist es, den tiefsten Punkt zu erreichen und nicht nur das. Wir werden noch tiefer vordringen. Tiefer als Labor 0? Alondos Aufzeichnungen zufolge ist er am tiefsten Punkt sogar noch tiefer hinabgestürzt. Na sowas, dann ist der tiefste Punkt eigentlich gar nicht die tiefste Stelle. Seltsam, nicht wahr? Allerdings hat Alondo auch geschrieben, dass er sich nicht erinnern konnte, wie er dorthin gelangt war. Wenn man ihm Glauben schenken will, gibt es unter Zone 0 also noch einen unbekannten Ort. Also, zunächst einmal, lasst uns zunächst einmal den tiefsten Punkt ansteuern, Labor 0. Bitte führ uns dorthin, Wolf. Nehmt den Teleporter. Es scheint aber alles... mit den normalen Zone 0 Pokémon vorlieb zu nehmen. Ja, nimmt den Teleporter und ich gehe runter. Oh. Oh. Uff, da hat plötzlich das Fliegen aufgehört. Okay, Traumalat und Knaxel habe ich schon. Zerpatra. Aber jetzt nichts wirklich Relevantes, was hier noch wäre. Oder ein Fall. Diese Attacke kann von Jo gelernt werden.
Wow, unglaublich, das erinnert mich an den Kristallsee. Und das ist das Labor 0, nehme ich an. Es stimmt mit Senioras Beschreibung überein. Sekunde, ich muss kurz mal was... Aha. Was ist jetzt los? Warum hat die Musik aufgehört? Das hier ist also der tiefste Punkt von Zone 0? Ja. Also der tiefste, den wir kennen. Sagen wir es mal so. Offenbar gibt es ja noch etwas, was noch tiefer geht. Nun, in gewisser Hinsicht trifft das zu, andererseits jedoch nicht. Dies ist der tiefste Punkt, der damals vom Observationstrupp erreicht, in Zone 0 erreicht wurde. Und im untersten Stock von Labor 0 soll es einen rätselhaften Raum geben, dessen Zweck komplett unbekannt ist. Aber ich möchte noch tiefer vordringen. Ja, ich war da drin, im tiefsten Raum. Ich verstehe nur Bahnhof. Wir müssen also als erstes in dieses Labor 0, ja? Das Tor ist aber zu. Hm? Oh, du hast recht. Irgendwelche Ideen, Wolf? Du warst doch schon mal da drinnen, oder? Wir müssen die Schalttafel benutzen einfach. Krass, als wären wir Geheimagenten oder so. Voll cool, er grinst einfach über beide Ohren. Ich habe nichts gesagt. Er verhält sich wieder normal, das ist schon mal gut. Das ist ein gutes Zeichen. Würdest du dann bitte das Tor für uns öffnen, Wolf? Eine Kaumalat ist fett. Ich will hier ein paar Pokémon verdreschen, dass wir noch ein paar Erfahrungspunkte abgreifen. Wenn auch nicht so super viel. Aber alles, was wir kriegen, ist ein Vorteil. Möchtest du das Tor zum Labor 0 öffnen? Ja, vielleicht. Seit der letzten Authentifizierung ist zu viel Zeit vergangen. Das Tor wurde verriegelt. Was ist los? Hat's nicht funktioniert? Damals ließ es sich öffnen, oder? Vielleicht hat sich etwas am Mechanismus geändert? Es gab 4 Schlösser. Verstehe. Du hattest also einige Vorkehrungen getroffen und wurdest von jemandem im Inneren des Labors unterstützt. Die indigoblaue Scheibe wurde erkannt. Hä? Woher kam diese Stimme? Zugangsberechtigung konnte durch Einlegen der indigoblauen Scheibe erweitert werden. Bitte indigoblaue Scheibe einlegen. Das ist nur ein Computer, der da spricht. Wie bei einer TM-Maschine oder so. Was mit dieser indigoblauen Scheibe wohl auf sich hat? Aha, Senora Zagaria hat dir also einen mysteriösen Gegenstand überlassen, der damit gemeint sein könnte. Hey, keine schlechte Idee. Los, probier's damit aus, Wolf. Es hat uns 1:1 gesagt, leg das Scheißding ein. Also tut mir leid, wenn ich unflätig werde, aber jetzt so zu tun... Nach dem Motto, oh, wir könnten es ja mal probieren, aber wir wissen nicht, ob es funktioniert. Das ist Quatsch. Es hat uns gerade 1:1, laut und deutlich, klar, ohne Sprachfehler, gesagt, dass wir das Ding einlegen sollen. Also tut mir leid, aber wer jetzt noch glaubt, dass das nicht funktioniert. Ne? Bitte indigoblaue Scheibe einlegen. Und sie wurde ja auch als indigoblaue Scheibe bezeichnet, als wir sie bekommen haben. Von Zagaria.
Prüfungsvorgang abgeschlossen. Authentizität der indigo-blauen Scheibe bestätigt. Labor von Zone 0 wird konfiguriert. Umleitung auf neues Ziel. Höhlensystem 0. Es hat sich geöffnet. Also dann, gehen wir weiter. Aber es bringt uns jetzt ins Höhlensystem 0. Nicht ins Labor 0. Das heißt, das wird ein völlig neuer Ort sein. Wir waren eine ganze Weile nicht mehr hier. Autsch, jetzt habe ich mir den Kopf gestoßen. Warum ist das hier so dunkel? Kein Wunder, wenn du einfach so drauf losstürmst, ohne nachzudenken. Jo. Hier scheint es langsam wirklich besser zu gehen, hä? Ach, sei ruhig. Wo ist eigentlich Miss Brianna? Die stöbert da hinten rum. Sind das nicht private Fotos und Dokumente von irgendwem? Ich halte es nicht für richtig, darin herumzuwühlen. Das ist überraschend rücksichtsvoll von dir, aber du hast wahrscheinlich recht. Der Aufzug. Miss Brianna, hier ist ein Fahrstuhl, damit können wir weiter runterfahren. Da wollten Sie hin, oder? Ja, runter klingt gut. Oh, das ist der Fahrstuhl, mit dem du damals den rätselhaften Raum erreicht hast. Ja. Verstehe, wie aufregend. Na dann, nichts wie los nach unten. Aber diesmal bringt er uns da nicht hin, hat die Stimme gesagt. Unglaublich, es geht immer weiter abwärts. Das haben Fahrstühle so an sich. Captain Obvious hat wieder zugeschlagen. Aber sie hat ja recht. Die hat ja recht. Wir fahren nur ganz schön schnell, oder? Es fühlt sich an, fast so an, als würden wir schweben. Ich hätte da eine Frage. Als wir mit der Schalltafel vorhin das Tor entriegelt haben, hat der Computer nicht gesagt, dass der Fahrstuhl jetzt woanders hinfährt? Endlich! Eine Person in einer wissenschaftlichen Expedition hat den Verstand und die Ohren. Danke, Jo. Danke. Du bist gerade in meinem Ansehen wieder gestiegen. Stimmt, da war irgendwas mit einer Umleitung oder so. Im Labor 0 dürfte es nur einen Fahrstuhl geben. Damit war also dieser hier gemeint. Und das heißt? Ich habe absolut keine Ahnung, wohin wir unterwegs sind. Ich schon, ey. Der Computer hat's gesagt. Mein Gott. Gedächtnis eines Goldfisches. Fahren jetzt in die Höhlen 0. Oder? Ich habe leider auch das Gedächtnis eines Goldfisches, aber offenbar eines sehr erinnerungsträchtigen Elefanten-Goldfisches. Dementsprechend hält mein Gedächtnis zumindest 10 Minuten länger. Oh. Oh. Sind wir jetzt in den noch tieferen Tiefen von Zone 0? Ja, wir sind jetzt in Zone minus 1. Ja, meinen Daten zufolge befinden wir uns auf einer wesentlich tieferen Ebene als zuvor. Hat uns der Fahrsteller etwa noch tiefer gebracht als an seinen letzten Zielort? Puh, Zone 0 hat mich ja schon vom Hocker gehauen. Aber so abgedreht, wie es hier unten ist, überrascht mich bald gar nichts mehr. Was ist das da?
Das indigo-blaue Buch? Oh. Warum steht hier ein Schreibtisch rum? Oh, das ist der Bericht der berühmten Professorin Antiqua. Auf einer Ebene, die noch tiefer liegt als Zone 0, befindet sich eine gigantische Höhle. An ihrem tiefsten Punkt schlummert Terrapagos, der Schatz von Zone 0, in Form eines Kristalls. So schützt es sich vor Bedrohungen, bis es wieder erwacht, könnte einige Zeit vergehen. In diesem Höhlensystem tritt ein Phänomen auf, das überirdisch noch nie beobachtet wurde und vielleicht auf die Existenz von Terrapagos zurückzuführen ist. Eine Terrakristallisierung, die sämtliche Typen in sich vereint. Ich werde sie diesen Terra-Typ vorläufig Stellar nennen. Terrapagos ist der Schatz von Zone 0 und es schläft in Form eines Kristalls. Und was hat es nur mit diesem Terra-Typ Stellar auf sich? Sagenhaft, eine Fülle an Erkenntnissen, über die Alondo nie geschrieben hat. Diese Dokumente sind eine regelrechte Schatzgrube an Wissen. Die merkwürdige Umgebung scheint ihrer Begeisterung keinen Abbruch zu tun. Das legendäre Pokémon Terrapagos ist der Schatz von Zone 0. Los, gehen wir tiefer rein. Aber ich habe doch noch gar nicht alles gelesen. Hä? Na gut, du hast recht. Nichts ist wertvoller, als die Wahrheit mit eigenen Augen zu sehen. Na dann, weiter geht's, aber vorsichtig, okay? Ja, das wird interessant. Das heben wir uns aber fürs nächste Mal auf. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, ich weiß, ich bin fies. Einen Daumen nach oben nicht vergessen und wir sehen uns alle, wenn es weitergeht, mit Pokémon, die indigo-blaue Scheibe. Bis zum nächsten Mal, euer Wolf.